Hey Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind an Tag 3 in Texas. Wir sind jetzt in Lexington, einer Kleinstadt, ca. 70 Kilometer außerhalb von Austin. Wir sind heute bei Snow's Barbecue. Wie man hier sehen kann, die Schlange ist schon recht lang. Ich gehe jetzt mal außen rum und zeige euch das Ganze. Hier kann man die Pits sehen. Wir waren ja gestern bei einem der Hersteller, der die Barbecue-Pits herstellt. Der meinte, die sind so zwischen 12 und 20.000 ungefähr, kriegt man einen voll ausgestatteten Barbecue-Pit mit den Gewichten oben und so weiter, mit Thermometern. Aber nach oben hin natürlich keine Grenzen gesetzt. Wie man sehen kann, die Schlange ist noch recht lang. Wir sind circa um 8 Uhr waren wir hier. Jetzt ist es, glaube ich, kurz nach 9. Da vorne ums Eck ist der Eingang. Also man muss schon ein bisschen anstehen und ein bisschen Geduld mitbringen. Das ist halt gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ein bisschen kalt schon. So, wir sind jetzt gerade fertig bei Snow's Barbecue, laufen jetzt hier gerade noch vom Gelände. Es war auf jeden Fall super. Ich würde auch sagen, hier lohnt sich auf jeden Fall das Anstehen. Oder René? Wir waren heute Morgen so circa um 7:45 da und sind rangekommen um 11. Das Brisket war bis jetzt das Beste, was wir hatten auf der Reise. Die Wurst war wieder ein bisschen trocken, aber das kommt halt daher auch, wie sie das herstellen, dass sie es halt einfach auf den Smoker legen und die dann hier miträuchern. Dann hatten wir noch die Ribs. Die Ribs waren leider auch ein bisschen trocken oder eher sehr trocken, kann man sagen. Aber ansonsten ist auf jeden Fall ein cooles Erlebnis. Läuft gute Musik, man kriegt Trinken. Die Sides waren sehr gut, also die Beans waren super. Die waren, würde ich sagen, auch mit die besten, die wir bis jetzt hatten. Die, wo wir bei... Und ja, der Kartoffelsalat war okay. Ja, Cocktails und Bier gab es auch umsonst beim Anstieg. Also, ein Foto haben wir auch noch gemacht mit Tutsi. Der Krautsalat war wie immer sehr fad, aber das ist scheinbar hier so ein Ding. Der Krautsalat ein bisschen anders wie bei den anderen. Hier mal nicht mit Mayo, aber ja, war auf jeden Fall ein gutes Erlebnis. Obwohl man 3 Stunden anstehen musste, war es ein sehr herzlicher Empfang. Wegen freie Getränke, Stühle gab, Sonnenschirme haben sie hingestellt. Also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, auch wenn man lange anstehen muss. Ich war 2017 auch schon bei Franklin. Das war auch super, aber da war es natürlich nicht so. Das ist aber in der Stadt. Hier muss man natürlich 70 Kilometer aus Austin rausfahren. Wir sind gerade auf dem Weg von Snow's Barbecue nach Dallas und haben hier an der Tankstelle angehalten. Ich glaube, das ist die größte Tankstelle, an der ich je getankt habe. Da sind Säulen, jeweils 2 Säulen.
die ganze Reihe bis nach hinten. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Und nebendran, das ist noch, eigentlich ist das ein riesen Supermarkt, würde ich eher sagen, keine Tankstelle. Aber wir waren jetzt gerade schon drin und ich zeige euch jetzt mal die Bilder. Ich muss leider mit dem Handy drinnen filmen. So viel aus der Pampa in Texas. Wir fahren jetzt weiter nach Dallas. Ja, da kann ich immer so schnell, weil ich sage.